wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir spielen mal wieder ein Ründchen für euch. Ich bin ja so Leggy. Ein bisschen, ja. Ich sehe Fallen. Wir spielen mal wieder gegen den Trapper. Ich verstecke mich jetzt unter der Palette, ihr könnt mich mal. Ist eigentlich noch einer erstaunt, dass da ein volles Pennerfass ist, voller Holz, was brennt und eine Lichterkette. Alter, ich mit legge. Elektronik und aus Gummi, die drum läuft und funktioniert. Leck dir auch. Hast du mich jetzt erschreckt? Alter, ich beame mich hier rum. Ja, ist ein bisschen, Alter. Ein bisschen? Die Leitung ist so scheiße. Ah, da ist der Trapper. Ah, der leckt wie Sau. Mach mal Fähigkeitschecks damit. Das wird nämlich zu seinen Gunsten ausfallen. Der hostet ja schließlich. Na, wie geil. Ich stell mich hin, warte, dass er auf mich zukommt und dann schlägt er zu, weil er einfach 2 Sekunden lang Verzögerung hat. Ich wollte gerade anfangen zu reparieren, dann glitsch ich wieder von dem blöden Ding weg. Ah! Fuck off. Ich hab dauerhaften Terror, Alter, ey. Kann der sich mal bitte verpissen? Ich stehe hier neben den und der Chef, die Falle, die da gerade aufgestellt hat. Was? Er ist an mir vorbeigerannt. Der leckt hier nicht so viel. Oh mein Gott, okay, das wird cool. Das wird cool. Ah, scheiße, er hat mich erwischt. Toll. Kacke. Ich hab mich gerade über die... Oh, los, hi. Hi. Oh, toll. Ja, warum wirfst du denn die Palette runter? Ich hab dich nicht gesehen. Ich spiel mich hier durch die Gegend. Das ist ja nicht mehr lustig. Jetzt hat sogar Lutz Grafikkarte Paranoia. ihr bei. Ach, jetzt hat er mich. Ich bin fast fertig mit einem. Der blaue Augen. Oh, süß. Ich habe auch einen Malus beim Reparieren. Ja, gut. Toll, ich bin in eine Falle reingedappt. Boah, Lutz, du bist der Beste. Ja. Aber was? Ich befreie mich jetzt daraus. Bitte, ich hänge. Ich hab mich befreit. Der hat eine Falle. Na komm, mach fertig jetzt. Der stellt ihn 1-2 Meter vor mir auf im Gras. Okay. Na Lutz, er geht ungefähr in die Richtung, wo du in die Falle getappt bist. Okay. Dann gehe ich mal andersrum ums Haus rum. Ja, und an der Ecke bin ich auch. Ich habe aber noch Terror. Er hat eine Falle und kommt wieder. Er ist gerade wieder direkt vor mir. Ich hab Terror wie Sau. Temo, da wo du bist, sieht er dich gerade nicht. Ja, ich bin im Haus. Der geht wieder zurück. Der ist jetzt hinter dem gelben Schulbus. Und gleich muss ich kämpfen. Ich sehe ihn, alles klar. Ich komme. Warte, weiter rechts. Rechts! Ja, so ist gut. Wo, hier? Rechts. Links von dir. Welches rechts? Links. Rechts, links. Lol, bei mir ist das Ding gerade 2-mal hintereinander explodiert. So, links geil. Von uns sind 2 Fallen. Welches links? Ich renn die einfach hinterher. Ja, ich mein, ja doch links. Boah, ist das ein Lag-Game, ey. Geil, der Typ. Ja, komm dahinter. Oh ja, Timo. Verstecken wir uns. Ich versteck bei gleich was bei dir. Oh ja. Eine Schlange. Springschlange. Timo, öffne meinen Ausgang. Ja. Okay. Hallo. Alles klar. Wie oft? I'm out. Aber da vorne läuft er. Kacke. Wie genau bin ich vor diese Mauer geglitscht? Ja. Ich stell mir das gerade so im Real Life vor. Da schleichst du dich rum auf einmal. Pock. Der ist Mauer. Bei mir. Alter, ich leck hier rum. Wie soll ich denn da flüchten? André, oben im Haus ist eine Kiste, wenn du Bock hast. Oh, ich mach einen Generator. Ja, dieser Kistengucker ist ziemlich nice, der Perk. Toll. Da hinten ist ein Generator. Ich hab keinen Terror mehr. Da hinten ist auch ein Generator. Ja, ich hab einen Generator in die Luft gejagt. Ich bin am Aus. Nein! Ich hab das Gefühl, sie hat ihn gefunden. Nee, er hat mich direkt schon auf den Schultern. Nein! Was? Ja, ich war an dem Schrank drin. Sag das doch. Ich komme. Ja, der steht noch hier. Legt da eine Falle hin, rechts von mir, neben die Feuertonne.
Wo geht er hin? Er steht noch da. Jetzt geht er geradeaus weg von mir. So schräg links. Da ist er schon. Und ich läge hier. Nein. Und läge hier. Da ist der Hallolo. Okay, ich bin entkommen. Wem jagt er denn jetzt? Niemand. Der hat uns beide. Der schleicht dann noch um den Haken rum. Der hat uns beide verloren. Ich mach mal einen Generator. Du hast jetzt ein Bitte? Komm hier runter. Komm hier runter. Mädchen. Okay, stehen bleiben. Wollen wir uns vielleicht erst heilen, bevor wir den Generator hier fertig machen, wenn er weiß, dass wir hier sind? Ja, genau. So. Mist. Sauber, Timo. Das Gelenke hast du mich zweimal verletzt. Nein, das war nicht das Gelenke. Wirklich? Sauber, Eileen. Das war dafür, dass du im vorletzten... Sauber, wir sollten hier weg. Los. Sorry. Volles Rohr. Mein Pussy Perk schlägt an. Der ist sowas von hinter uns her. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Hauptsache, bei mir sieht das so aus, als würde Lutz einfach mal das Gras bestreichen, statt mich zu peilen. Oh, schönes Gras, schönes Gras. Oh, schönes Gras. Oh, ich mag diesen Fahren. Scheiße. Er müsste in deine Richtung weitergelaufen sein. Ja, er hängt. Nutz mal so einen Tipp: Lauf nicht immer direkt, nur weil du einen Generator fällst. Oh Mist! Raus! Ja, was für ein geiler Leck, du verdammter Hurensohn! Komm da hinterher, wenn du dich traust! Ha! Ich bin in den Schrank rein und aus dem Schrank wieder raus und er ist irgendwie an mir vorbeigeleckt. Okay. Und ich hab das vor seiner Fresse durchgezogen. Ich danke an neben ihn, als ich die Falle entschärft hab, die er aufgestellt hat. Das war besser. Also ich sehe ihn da gerade. Also sagen wir so, ich lenke ihn gerade ganz gut ab. Ja, ich mache jetzt einen Generator hier. Aber ich suche gerade einen. Na, hier ist einer. Da. Ups. Ja, ist klar, ist klar. Du bist ja ein Feiner. Ich glaube, er hat keinen Bock mehr auf mich. Ja, weil ich in einer seiner Fallen gelaufen bin. Ah, scheiße. Ist jemand beim gelben Bagger? Nein. Hi. Gut. Lutz und ich haben einen Generator. Er ist beim Bagger. Er läuft rechts am Bagger vorbei. Ja, ich habe... Weiter in die Wälder. Läuft Richtung Haus und ist hinter jemand her. Ja, direkt hinter mir. Jemand beim gelben Schuh. Wo seid ihr denn? Beim Generator. Ja, super, Lutz. Oh. Ich hab keine Ahnung. Wo. Das ist keine gute Idee, dass du jetzt kommst. Hallo, Lutz. Och, André. Wir sind da, wo Terror ist. André? Verpiss dich. Lutz, heil mich. Ja, okay. Ich hab immer noch Terror. Ich bin beim Schulbus. Lutz, nicht die Nerven verlieren. Nein, mir geht's blenden. Mir geht's blenden. Boah, ey, ich krieg die Motten bei dir. Es hätte ja klappen können. Seid ihr noch beim Generator mit dem Typen? Ja. Hi. Ja, cool. Ich will hier nicht sein. Ist der noch beim gelben Bagger? Ich bin beim Bus und der ist hier irgendwo. Ja, weil der mir gerade hinterherläuft, wie ich zum gelben Bagger gehe. Ja, Lutz, renn da auch hin, falls da irgendwas passiert. Ich gehe wieder an diesen Stück. Der ist am Bagger. Wenn ich jemanden bei mir haben möchte, falls irgendwas passiert, dann bitte nicht, Lutz. Ich komme, André. Ich hab Terror. Terror wird aber auch geringer. Aber der ist hinter den gelben Bagger. Macht hier gerade einer einen Generator? Ja.
Der ist hinter den gelben Bagger bei den Generator. Oh. Generator-Schulbus immer noch, fast fertig. Ah, Mann! Nein. Wir lenken ihn ab. Klick. Der ist wir. Der geht zum Generator. Nee, der geht zur Hütte. Zur Blockhütte. Ja, schön, da sind wir. Hi! Sagen, da wollte ich eigentlich gerade den. Ich habe ihn gefunden. Lutz, geh weg. Ich bin doch schon weg. Wo bist du? Ich bin oben in der Hütte. Das ist schön. Toll, Alter, der ist immer da, wo ich bin. Ich gehe zum nächsten Generator. Ich habe einen gefunden. Also er ist vom Haus rechts gesehen. Ja, der ist beim gelben Bagger. Ist schön. Hoffentlich wird er erschlagen. Puff, gelaufen. Er ist beim gelben Bagger? Ja. Da bin ich auch gerade in der Nähe. Ich komme. Hier. Zumindest sehe ich ihn. Im Hintergrund. Achso, du bist den los, ne? Ja. Ja, ich lock den gerade wieder ein bisschen. Nee, der hat mich gar nicht erkannt. Ist ja doof. Scheiße. Der ist immer noch hinter dem gelben Bagger. Ja, jetzt wird er da bestimmt zu mir kommen. Ah, Mann! Der zieht auch noch seine Kreise. Echt, ja? Schön. Ja, der ist da immer noch. Na gut, dann bleib ich dran. Ich schwimme mal gerade ein bisschen Scout. Also wir haben den Generator fast. Ja, wenn wir haben den Generator fast. Verkacken würde. Also ich habe den jetzt aus den Augen verloren. Mhm. Wir haben den Generator fast. Wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Oh Mann, ganz im Ernst? Ich habe zweimal in die Luft gejagt. Das war knapp. Aus Versehen, weil ich genau an dem Zeitpunkt. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Hinter mir her. So. Läuft. So. Cool. Ich gehe jetzt zum Ausgang. Ich leck mich da jetzt durch. Lutz glitscht sich durch den Ausgang. Ja, hier bei mir ist doch direkt ein Ausgang. Du hättest einfach nur nach rechts laufen müssen. Ich warte da beim Ausgang, bis ihr fertig seid, ja? Wir waren da gerade an der Kiste. Ist da was Tolles drin? Was? Wer war da gerade an der Kiste? Wer hat da gerade eine Kiste geöffnet? Ich will wissen, was da drin war. Vielleicht der Killer. Da war ein Erste-Hilfe-Kasten drin und deswegen habe ich jetzt den Killer am Arsch. Also macht was draus. Ja, dann sag mir das doch, wenn ich frage. Ich wollte wissen, ob ich da vielleicht was abstauben kann. Ich habe hier leider keine Generator in der Nähe. Der ist immer noch beim gelben Bagger. Oh, und macht einer von euch? Macht einer von euch irgendwie einen Generator? Ich mach hier voll das Feuerwerk. Wehe, ihr macht keinen anderen Generator. Ich sehe den Killer, aber ich habe. Eileen, das ist kein Generator machen. Verpiss dich. Tu irgendwas. Was ist das so? Nicht in diesen Schrank gehen. Ja, ist okay, ich verpiss mich ja schon. Ja, du solltest dich da ganz schnell verpissen. Der ist genau auf der anderen Seite der Hütte. Ja, aber der ist immer noch hinter mir her. Immer noch? Ja, also ich bin sehen. Ich bin gerade bei den Generator gewesen. Ja, suchen wir uns am besten trotzdem was. Es muss doch noch einen anderen Generator geben. Ja, ich sehe einen Generator. In der Nähe vom Bagger ist einer. Ja, ich lock den da gerade weg. Also ich gehe Richtung Bagger. Oh, Hauptsache tu den Generator, Mann. Ich hab Terror. Ja, ich auch. Terror ich ist auch. Weg. Ich bin gleich am Bagger. So, der ist jetzt in der Nähe von der Hütte, aber auf Seite des Schulbusses. Ich mach gleich den Generator am Bagger. Der ist nicht in der Nähe des Baggers. Ja, den kannst du jetzt machen. Ich mach ihn jetzt. So, Lutz, sekündliches Update. Mag mir jemand helfen? Ich bin auf dem Weg. 1,8 glaube ich schon geschafft. Geiler Mann. Ich bin an einem Ausgang am Schulbus. Ist schön, kannst du mal. Da bin aufmachen. Ich jetzt auch gerade mit dem. Und der hat mich. Oh. Ja, okay, alles klar, ich sehe dich. Wo ist denn hier der Generator an dem Bagger? Geradeaus und dann. 40%. Ich hänge. Ja, ich sehe dich. Ich bin sehr, sehr nah. Timo, der geht in eure Richtung. 50. Ich kämpfe. Ah! Wir machen das richtig gut. Er kommt wieder zurück. Ja, ich sehe es. Scheiße. Aber er hat mich nicht gesehen, oder? Nein. Du könntest mich auch einfach so runter. Jetzt macht er gerade eine Falle. 50%. Ja, ey, fuck! Ich bin wieder. Ich komme nicht über diese Palette drüber.
Was soll der Scheiß? Willst du mich verarschen? Ich bin dreimal wieder von dieser Palette nach hinten geflitscht. Ja. Und jetzt ist der Arsch hinter mir her. Willst du mich wirklich verarschen, Spiel? Ich versuch's. Kannst dich wahrscheinlich einfach abhängen. Ja, ich komme. Pass auf, aber direkt vor mir, wir müssen rechts landen. Oh, ich glaube, es hackt. Der hat uns beide auf den Schultern. Na toll. Nee, ich häng wieder am Haken. Boah, ich hasse es. Kannst du mich durch den Glitch mal fallen lassen oder so? Kannst du mal an einem Haken vorbeirennen, du Wichser? Er kommt auch zu mir hin. Nein! Bin ja, tot. Okay. Hab ich gesehen. Oh, nee, wer ist denn da zu mir gekommen? Keiner? Doch, ich war auf dem Weg. Also. So. Oh oh. Alter, das war ein Prozent. Der auch immer in diesem Schulbus steht. Jetzt zu mir. Jetzt renn, Zugriff, los. Der Typ ist nicht mehr da. Ich lenk ihn ab. Ich leg ihn zu Tode. Bitte. Leg ihn. Jetzt. Na komm schon. Bitte Maus gedrückt halten. Geil, rennen. Nutz. Ich leck ihn, ja, mit dem Gelenke kriegt er mich niemals. Okay. Er hat mich. Schon mal den Ausgang. Ich wollte sagen, einer auf den Ausgang bitte zurück. Ja, ich mach ihn. Alles klar. Scheiße, er sieht mich. Was kann ich vergessen? Renn. Lock ihn weg. Renn nicht zu mir. Nicht zu mir, Mann. Okay. Geh wieder zum Ausgang und öffne ihn. Er hat mich. Renn in Blickrichtung. Okay, er hat dich. Ich konnte in der Lücke nicht herumrennen. Ich mache auf. Macht mal auf, okay? Der kommt auf dich zu. Ja, und er ist scheiße. Komm, ich wickel mich jetzt frei. Komm. Ja, genau, wickel dich frei. Nein, er hängt mich auf. Wo ist er? Wo? Hängt mich direkt ab. Hier. Er ist Richtung Ausgang. Hängt mich ab. Er ist im Ausgang. Er rennt raus. Er ist im Ausgang. Eileen, hol den da runter. Er kommt wieder. Achtung. Der kommt. Nein. Leute, Ruhe bewahren. Der leckt. Den kann man ausspielen. Ja, aber ich bin nicht geheilt. Ja, aber Aileen, der läuft gerade Aileen hinterher. Ach, sag das doch. Ah. Ach, Leute. Ja, lauf doch. Nein. Ich muss raus. Er stirbt man einmal. Hängt mich einer mehr ab hier. Verdammt. Hängt mich ab bei die Kinder. Ich mag doch nicht sterben. Kacke. Ja, der steht raus. Da bei dir. Ja. Renn jetzt hin und häng ihn ab, das geht. Naja. Ja, keine ist jetzt, Anfang, der leckt jetzt, auch. Jetzt, wo du stehen geblieben bist, ist vorbei. Jetzt. Was? Ah, kacke. Ach nein, Falle. Nein! Ich ruf den ADAC an! Rettet mich! Versuch dich frei zu wiggeln. Ohne Steiß, volles Rohr. Okay, das war's. Ja, es will nicht. Nein! Nee. Als er fluchtet. Ach nee, Tür. Du bist schon tot. Emmy hat vorhin ein Millimeter gefehlt bei dem Ausgang. Ein Millimeter und dann hat er mich schon. Ich hab. Ey. Das mit der Palette. Das ohne Scheiß. André. Guck dir das an, wenn das online ist. Dreimal wollte ich mit meinem fetten Arsch über diese Palette rutschen in deine Richtung und dreimal hat es mich wieder zurückgezogen. Das ging gar nicht. Rage. Und das war uns 20 Minuten Part. Tolle Sache. Okay, Leute, liken, abonnieren, kommentieren, teilen, irgendwie sowas. Und liked für gegen Killer mit Holzinternet. Oh, ich fand's lustig. Ja, du hast ja auch ein Brett vom Kopf. Aha.